Herzlich willkommen zum Rockhütten-Podcast! Oh yeah! Wir sind drauf. Ja! So! Darauf habe ich gewartet. Was ist das denn? Übernimmst du direkt alles hier oder was? Volle Elle. Wie oft du das jetzt gesagt hast? Zum 70. Mal, weil wir schreiben heute die. Nee, wir hören heute. Ihr hört, wir sagen heute die 70. Episode. Leck mich am Arsch. Und für alle Zuhörer, die 70. Episode wird so lang. Genau. Wer es nicht sehen kann, wie lang? So lang. So lang wird unsere 70. Episode heute am 25.02.2022. Wir haben es euch schon in der Episode 69. Ja, wir haben keine Zeit, weil die Episode wird so lang. Eben, deswegen haben wir keine Zeit. Und wir haben euch in der letzten Episode, in der 69. Episode schon darauf vorbereitet, dass wir keine Kosten und Mühen gescheut haben, zur 70. Episode einen Gast einzuladen. Chuck Norris. Ähnlich. Mhm. Wer es ist, erfahrt ihr jetzt. Besucherritze. Ja, er ist Musiker. Hier. Schnitzel. Tontechniker. Affinierter Bahnspezialist. Motorenbauspezialist. Fotomensch. Fotograf, MacGyver. Und ein ganz lustiger Vogel. Ja. Wer macht das sein? Herzlich willkommen heute hier, lieber Zündi, bei uns im Rockhütte-Podcast. Ja, Tag, ihr Wahnsinnigen. Ein Applaus bitte. Schon wieder? Okay. Und der erste Gast, der Applaus bekommt, direkt am Anfang schon. Ja, dann Prost, ne? Ja, Prost. Ja, Prost. Ja, so viel Zeit muss sein. Nicht lang schnacken, ne? Kopf in den Nacken. Oh. Herrlich. So, wer bist du? Was machst du hier und warum? Ja, was soll das überhaupt? Ich bin der Zündi, hast du ja gerade schon gesagt, ne? Ja. Bürgerlich Sebastian Zündorf, falls das nicht schon bekannt sein sollte. Den Rest hast du eigentlich auch schon erzählt. Also mein Leben in 30 Sekunden, gut zusammengefasst, kann man nicht anders sagen. Und, ist das Wort affiniert richtig? Ja, ne? Wenn du eine Affinität hast, bist du dann affiniert? Raffiniert dachte, wahrscheinlich. Ich wollte sagen, du wolltest raffiniert sagen. Nee, kann ich dir nicht sagen. Also ich bin zwar, man sagt immer, ich wäre Rechtschreib-Nazi, aber das müsste ich tatsächlich jetzt mal nachgucken. Tu es. Ich habe keinen Duden. Aber du sagst, jemand ist affin, ja, aber nicht affiniert. Ja, so Tom, da du ja schon alles gesagt hast jetzt über den Zündi, kommen wir ja in die nächste Rubrik. Ja, lass mal den Zündi aus dem Besucherritz. Also affiniert zu Eisenbahn, ja, Eisenbahnaffin könnte man sagen. Ja, genau. Modelleisenbahn ja, oder richtige Eisenbahn? Eine richtige Eisenbahn, ich habe ja auch mal Eisenbahner gelernt. Oh. Also EIB-LT, Eisenbahner im Betriebsdienst, Lokführer und Transport. Leck mir mal. Ja, und das habe ich aber wegen der Unfallhäufigkeit dann doch sein gelassen. Da sind so viele Leute gestorben. Also jetzt nicht meinetwegen, sondern generell in dem Ausbildungsjahrgang. In dem Ausbildungsjahrgang? Ja, ja, also von meinem Jahrgang sind, glaube ich, zwei noch bei der Bahn. Einer ist irgendwie jetzt, was macht der? Ist in irgendeiner Managementposition gelandet und der andere ist Ausbildungslokführer. Und das sind die zwei, die von 40 übrig geblieben sind. Das ist ja, krass. Und so, die anderen sind jetzt alle in psychischer Behandlung, oder? Nee, die haben sich andere Berufe gesucht, aber das habe ich ja auch gemacht, von daher. Also wie mit dir und den Würstchenverkäufern damals. Ja, die Würstchenverkäufer waren auch ein ganz hartes Kino. Ja. Aber gut, der andere ist ja noch bei den Würstchenverkäufern. Aber genau. Um darauf zurückzukommen, nein, nicht Modellbahn, ja auch Modellbahn, aber primär Feldbahn, 600 mm Spurweite in so einem Eisenbahnmuseum in Rommerskirchen-Ökofen. Schön. So mit Dampflok und Dieselloks und so. Ja, so, genau. Ich habe 8 Jahre lang Eisenbahn verkauft, ich habe keine Ahnung mehr. So eine alte Diesel-Dampflok? Ja, nicht beides zusammen, also in einem. Ein Diesellok, ne? Und ein Dampflok. Wir haben mehr als eine Diesellok und auch mehr als eine Dampflok, aber nur eine, die betriebsfähig ist, leider. Darf man da mal mitfahren? Da kann man mitfahren, ja. Kann man da ein Konzert hinten drauf machen? Ja. Wir machen das ein Konzert auch, auf einer Dampflok. Ich bin da ja, was bin ich da, Fachbereichsleiter Medien und Event. Ja, ehrenamtlich. Den und, Grünen gefällt das. Wow. Nein, wir fahren ja mit Kohle. Das ist böse. Nicht. Das ist böse. Wo fahren wir denn dann dahin, wenn wir das Konzert machen? Da fährst du quasi vom Bahnhof Neuraterfeld, direkt am Eingang des Museums, über den alten Bahnhof Ökofen Kleinbahn, weil das ist direkt neben einer Bundesbahnstrecke, dann zum Bahnhof an der Lohe und wieder zurück. Also ungefähr 1,5 Kilometer. Wie lange ist man da unterwegs?
So 20, 25 Minuten dauert so eine Zugfahrt. Das ist ja Feldbahn, also langsam. Ne? Das, man kann da Blümchen pflücken. Da spielen wir Platz neben mir, Erinnerung, dann sind wir mit drei Liedern durch. Ja, es gibt da so einen offenen Personenwagen, da kann man auch eine Band drauf bauen. Ne? Wow. Wo kommt das Publikum hin? Ja, in den Rest des Zuges. Ne? Das ist doch schön. Das nehmen wir in unsere Planung 2022, 23 auf. Ja, nee, pack mal 23 noch drauf. Das Jahr wird langsam voll. Das hat sich das schon gelohnt, dass du gekommen bist. Ja, ja. Also da ist doch schon mal was jetzt wieder los. Events, Events. Ja, damit ihr da draußen und wir auch, ich meine, wir kennen den Zündi mittlerweile seit lang. Ich länger. Aber ja, ist auch älter. Aber mindestens. Ja. Ich kenne ihn schon noch. So lange. Zeig ich nochmal, wie lang? So. Boah. Liebe Zuhörer, ungefähr das ist seit 1900. Da warst du noch ganz klein. Ja. So ja, klein. Wir kennen den auf jeden Fall lang. aber ich glaube, wir lernen ihn heute noch besser kennen und ihr dann auch. Also ihr wollt intime Details wieder. Ja. Das Freundebuch. Konfektionsgröße. Nein, war Spaß. War mal 52, ist jetzt eher 54, 56, ja, seit ich den älter. Job gewechselt habe. Man wird älter. Nee, fetter. Dein Name hast du schon verraten. Du darfst gerne noch mal für die Vollständigkeit. Sebastian Frederik Zündorf. Boah. Guck, von und zu. Siehste, wusste das ich war nicht. Früher tatsächlich mal von, dann hat aber irgend so ein Adliger, hat dann so eine Magd, die unadlig war, geheiratet. Zack, war der Adelstitel weg. Also das ist schon ein paar Jahre her. Ne? Drum prüfe, wer sich ewig bin. Und Spitzname halt Zündi, weil man ihn dir gegeben hat oder weil du so genannt werden wolltest? Nee, war schon immer. Also schon immer? Meine Mutter hat mich auch schon so genannt. Also du hast früher mit Streichhölzern gespielt und so. Zündi ins Bett jetzt! Nee, das kommt halt vom Nachnamen, ne? Ist ja klar. Ja, hätte ja sein können, dass du da auch eine Affinität zu hast. Nee, da gibt es aber eine ganz lustige Nummer zu, weil Zündorf ist ja jetzt heute ein Stadtteil von Köln. Früher war das halt ein eigenes Dorf und ich bin aber gebürtiger Düsseldorfer. Also. Das ist irgendwie scheiße. Das ist schon hart. Ja. Ich kenne nur Ramsdorf. Ramsdorfer Kölsch. Reisdorfer Kölsch. Ja. Nee, Reisdorfer. Nein, ja, das heißt Reisdorf Kölsch. Ne? Reisdorf Kölsch. Reisdorf. Mit Doppel-S. Und dieses Ramsdorfer Kölsch, das ist, glaube ich, nur eine Erfindung ist für den Film voll normal, dabei hätte ich nicht Reisdorfer sagen dürfen, glaube ich. Ey, das war super, ey. So, wie alt bist du? Ja, die einen sagen so, die anderen so, ne? Also gefühlt um die 70. Das liegt am ehemaligen Hauptberuf. 40. Also wirklich richtig 40. So richtig 40. Richtig 40. So mit 4-0 und 4-0. Stark. Ja. Boah. Gut, welcher Religion gehörst du an? Keiner. Das ist, also es soll jeder glauben, was er sie es möchte. Man muss das ja heute gendern, ne? Habe ich gelernt. Xier. Nee, ich denke schon, dass es irgendwie was gibt, was größer ist als wir alle und was vielleicht sitzt auch irgendeiner da oben und guckt sich das an wie in so einem Labor und sagt, hey, guck dir die Idioten an, wieso können die das denn nicht? Warum machen die das nicht anständig? Aber ich muss jetzt keiner Kirche angehören oder irgendeiner Religion, um zu sagen, das ist mein Gott, das muss ich anbeten. Das soll jeder für sich entscheiden und ich brauche das nicht. Das war die ehrlichste Antwort, die wir je sehr dazu im Freundebuch auch, bekommen haben. Sehr toll. So auf der Erde, bist du da mehr Team Scheibe oder Team Kugel? Völliger Realist. Nee, völliger Realist, also wirklich. Das ist, ich bin sehr wissenschaftstechnikaffin, um das Wort nochmal zu strapazieren. Das hatten wir ja lange nicht mehr. Ja. Und ich lasse mich sehr, sehr gerne, ich benutze lieber Fakten als Meinungen. Mhm. Ja, also es gibt halt so die Grundlagen der Physik. Das ist schon mal eine ganz gute Basis. Also Tom, keine flache Erde, aber über Reptiloiden kann man reden. Das definitiv. Ja. Hohle Erde können wir nochmal anschneiden. Sehr schön. Hast du ein Lieblingstier? Ich hatte mal ein Lieblingstier, aber das lebt nicht mehr. Es war eine Katze namens Max. Oh, ist sie alt geworden? Ja, die Katze ist alt. Also der Kater ist. Aber mal so ein normaler Name für ein Tier. Max. Ja, das war so, ich habe auch einen normalen Namen für mein Tier. Oscar ist schon, ja. Oder ja, sonst hast du, das hat man ja schon mal. Johann Nepomuk. Die Whisky, Tequila, Lemmy und so. Pingpongrübe. Oder Ben Hur. Ben Hur. Ist auch ein schöner Name für einen Hund zum Beispiel. Ne? Ja, aber Max ist wirklich schön. Ja, gut, das war ein Gebrauchtkater. War der frech?
Ja, der war frech. Nee, Max ist frech, nee, oder? Max war ein ganz lieber. Der hat aber, also es gab tatsächlich eine Situation, jetzt wohne ich ja auf dem Land, ich bin ja eine einfache Jung vom Land, ne? Und ich hatte so in der ersten Etage nach hinten zum Garten raus meinen Werkstatttisch, wo ich so gelötet habe und so Kram. Und ich saß da eines schönen Sommertags so an dem Tisch und habe irgendwas gelötet und draußen ein riesen Trara. Dann sah man erst so einen, ja, so silbrig-golden glänzenden Ball hochfliegen, dann wieder riesen Trara. Danach flog dann ein goldgrauer Ball ungefähr 2 Meter von der Erde hoch und eine halbe Stunde später komme ich in den Garten und sitzt Max da und frisst den Fasan. Also, er hat gewonnen. Wie groß war dieser Kater? Ja, ungefähr so groß. Moment. Sehr schön. Aber was hast du da gemacht? Du hast gelötet. Ja. Wenn das passiert ist. Können wir uns ja eigentlich auch mal einen löten. Ja. So kurz zur Unterbrechung, würde ich sagen. Ja, das geht immer. Ne? Die Stimme ölen. Ja. Aber ich verteile mal einen Bonnekamp, wa? Die Werbung. Sehr gerne. Die Werbung, meine Damen und Herren. Wenn zum 70. ist. Mal sponsort die Firma Domritter den. Jetzt nimm doch, den Werbesprecher nicht alles weg. Hier, den so. Werbespender. Stecher. Oh, das ist aber ein Stecher. Stecher. Edler Tropfen. Reicht mal so. Oh, danke dafür. Danke. Sehr schön. Dennis, du auch einen? Ja, ich nehme doppelten. Du hast ja schon 3. Ja, deswegen. Du, hier ist das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen, glaube ich. Ja, ist egal. Das muss schnell weg. Das ist ganz frisch beim Lidl. Aha. So. Aber hier steht 44. Hier steht aber doch sofort verzehrfertigt. Na ja, gut. Das ist nur der mit den 44 Kräutern. Ja, der war 10 Cent günstiger. Nee, 45 Kräuter, 44%. Die haben einen. Sehr verehrten Damen und Herren, auch die 70. Episode. Jetzt kriegt er die Flasche nicht auf. Wird Ihnen präsentiert von der Firma Domritter. Die Firma Domritter sponsert auch heute den Besuch des Ehrengastes Sebastian Frederik Zündorf. In diesem Sinne sehr zum Wohl. Auf Prost. Die 70. Ich finde ja, heute schmeckt der besonders gut. Udul. Ach nee, das darf man nicht sagen. Das Fieseste, ich kann's was man noch. Fällt mir übrigens ein bei diesem Geräusch, ne? Man sagt mir ja, du hast gesagt MacGyver, ne? Das trifft's an manchen Stellen vielleicht ganz gut. Also ich kann alles, aber nichts richtig. Mein Opa, väterlicherseits, der hat tatsächlich die Odol-Flasche erfunden. Laber nicht. Nein, das Patent habe ich. Das habe ich vorliegen. Also jetzt nicht dabei, aber es ist mein Opa. Aber das gibt es nicht mehr, oder? Nee, die Flasche gibt es nicht mehr. Also das ist ja heute die mit diesem komischen L-förmigen Hals. Ne? Hm. Das erinnert mich immer so ein bisschen an diese WC-Ente. Ja, genau. Ja, ich kenne es doch aus der Werbung damals. Ja, ja, und es gab, 90er. Vorher gab es, so in den 20er, 30er Jahren, gab es so eine Schiebedeckelflasche. Das okay. War wie so eine Aftershave-Flasche mit so einem Blechdeckel oben drauf. Und der hat den erfunden. Und da gibt es auch eine Kostenrechnung für den Hersteller, wo der gesagt hat, hier, wenn du das so produzierst, wie ich das erfunden habe, dann spart dir das pro Deckel so und so viel Reichspfennig. Und dann haben die das von dem gekauft und haben gesagt, wenn wir so viel Geld damit sparen, mit den Verschlüssen, ne, dann machen wir das. So. Nicht schlecht. Ja, also. Ich habe als Kind von meinem Vater tatsächlich so ein, das Übliche so mit den 7 Werkzeugen. So, ne? Pinzette drin, Zahnstocher. Ja, Zahnstocher muss er haben, klar. Heute hat man ja Telefonzelle, Handy, ist ja alles drin, Drehmaschine, was man halt so unterwegs braucht. Ja, aber das, ohne Scheiß, das fehlt mir noch. Das im Handy an der Seite so der Zahnstocher, die Pinzette und vielleicht auch so ein Messer rauszuholen. Oder ein XLR-Anschluss für ein Mikrofon. Wäre es doch, oder? Ne? Kettensäge fände ich noch gut. Ja, wobei die Säge an dem Victorinox wirklich sehr gut ist, muss man sagen. In der Tat, ja. Ne, die geht schon recht gut. Ja. Durch Knochen. Schnittig. Ja, die geht durch alles. Also ein klassischer MacGyver braucht dann neben dem Taschenmesser noch eine Avocado und einen Strohhalm, glaube ich. Da ja, und ein altes Kaugummi. Ne? Ja. Als Kaugummi. Aber ich habe auch einen Leatherman tatsächlich. Leatherman? Ja, also früher habe ich immer jedes Jahr einen neuen gekauft, weil die wurden halt auf Produktion immer geklaut. Und dann habe ich bestimmt 10 Jahre lang keinen mehr gehabt. Und dann habe ich kurz bevor Corona kam und man ja den Beruf nicht mehr ausüben konnte, habe ich dann einen neuen gekauft. Der ist schön im Lederetui, liegt da zu Hause und sieht aus wie neu. Ne? Aber falls jemand einen neuwertigen Leatherman kaufen möchte, Also ich muss sagen, ich führe ja in meinem Handgepäck bei Auftritten immer einen Leatherman mit mir. Das ehrt dich. Ja, immer. Weil mal ist die Mikroklemme, ne, geht runter. Also ich wie immer, macht die? Oder du musst mal ein Bein amputieren. Zum Beispiel. Wobei, da würde ich eher wieder das Victorinox nehmen. Dann brauchst du ein Victorinox, ne? Aber die,
Der Leatherman, ein Waves, ein schwarzes Waves habe ich. Muss er haben. Muss er haben. Und das hat wirklich schon alles. Alles. Hat auch Bluetooth? Ja, aber die Drehbank ist nicht drin. genau. Aber das ist eigentlich so ein Lebenswerkzeug, wenn es dir nicht geklaut wird. Dafür mit Mikrowelle. Ja? Selbst der Jochen, der kommt da, du hast doch hier so ein Leatherman. Ja, ist schon so häufig. So kommen Gebrauch die weg. Gewesen. Genau so kommen die weg. Aber ich sag dann immer, wo ist mein Leatherman? Ja. Weil beim Einpacken sehe ich, dass das Etui leer ist. Ach ja. Da habe ich vergessen. Ja, genau. So. Gehen wir aber weiter zu deiner Lieblingsfarbe. Schwarz. Das ist die meistgenannte Farbe. Das ist auch völlig undiskutierbar. Ja. Was ja auch vollkommen okay ist, Lieblingsessen. Philosophisch betrachtet müsste man sagen, schwarz ist keine Farbe, aber schwarz. Okay, wir machen mal einen Philosophen-Podcast. Ja. Ja, dann bist du herzlich eingeladen. Ich würde mich da gerne wieder einladen. Dann können wir gerne über schwarz ist keine Farbe sprechen. So. Lieblingsessen. Ja. Malai Kofta. Das ist Gesundheit. philosophisch gesehen ist das kein Essen. Nein, erklär bitte mal, was das ist. Was zum Teufel? Also Malai Kofta ist ein in Südindien beheimatetes Gericht aus, das sind so dreieckige Kartoffelgebilde mit Frischkäse und Rosinen drin und einer super geilen Curry-Sahne-Soße dabei. Wo, welcher Frischkäse von Ziegen? Ich hab jetzt schon Hunger, muss ich sagen. Nee, so richtig aus Kuhmilch, aber den macht man selber. Ja, von also der Heiligen Kuh. Dem Panier heißt das. Mhm. Also wir nennen es Paniermehl, die nennen es Käse. und das ist, ich weiß nicht, ob den noch jemand kennt, den Harry Noack. Das war früher unser Gitarrist bei meiner Stammkapelle. Und der hat irgendwann mal in der Schweiz in einem indischen Restaurant gearbeitet und hat das da gelernt. Und wir hatten irgendwie Gäste aus den USA und hat er gesagt, ja, ich koche mal für euch. Und dann hat er das gekocht. Und er hat 5 Stunden bei mir in der Küche gestanden. Also er hat den Käse selber gemacht, er hat die Soße selber gemacht, er hat diese konenförmigen oder kegelförmigen Dinger da zusammengebaut. Und das hat 5 Stunden gedauert, bis das fertig war. Und ich sage, Alter, wie kann man so lange an einem Gericht kochen? Und da war ja noch keine Vorspeise, kein Dessert, kein gar nichts dabei. Und dann habe ich das probiert. Und seitdem verloren. Also es ja, kriegst du das denn noch irgendwo? Ja, es gibt in Köln einen Inder, dessen Namen ich soeben wieder vergessen habe, leider. Der das meistens kocht. Sehr lang, die Namen. Ja, und die heißen meistens so wie Delhi. Wobei das würde ja nicht passen, weil Delhi ist ja Nordindien. Also Dr. Bombay. Ich habe einen Kunden, der heißt Chandmangwarayana Pasupati Patai. Ja, das ist ein schöner Name. Und du hast dir jetzt keine Zunge dabei gebraucht? Nein. Ja, ist genauso wie Stammkunde. Wir hatten bei The Voice hatten wir eine, die hieß Papadopoulos. Mhm. Also auch griechisch. Du warst bei The Voice? Ich habe bei The Voice of Switzerland 2 Staffeln den Bandton gemacht, ja. Boah. Oh, was hier alles so. Ne? Ich hätte noch The Voice of Austria gemacht und 2 weitere Staffeln auf Switzerland, wenn denn nicht Corona dazwischen gekommen wäre. Und jetzt hat man dich nicht mehr angerufen. Schuld. Nee, man hat das nicht mehr, aber und also das ist ja in die Schweiz hat ja nur sehr wenige TV-Studios und die waren halt alle ausgebucht und dann hat man halt ein deutsches Studio gebucht. Und dann haben wir Ende 2019, Anfang 2020 haben wir die 2 Staffeln Voice of Switzerland da gemacht mit der Martin Ernst Allstars Band, also die Band, die damals RTL Samstagnacht gespielt hat. Ja. Und da gab es dann halt so eine Probenwoche bei Martin und da hat man sich das alles draufgezogen und wir haben die Pult-Setups fertig gemacht. Und dann ist produziert worden. Und das Finale haben wir schon nicht mehr gemacht. Das sollte eigentlich live stattfinden. Das haben wir nicht mehr gemacht. Die haben das also im ganz kleinen Rahmen in der Schweiz gemacht, weil die einfach wegen der Corona-Einreisebeschränkungen die Gäste nicht mehr rübergekriegt haben. So, und dann ist das Ganze natürlich flach gefallen. Oh, das ist schade. Und dann war die Produktion halt leider hin. Interessant auf jeden Fall, aber auch anstrengend, nervig, wie es halt so ist, weil ein TV-Studio normalerweise nicht auf Bandprogramm eingerichtet ist. Also wir saßen mit dem Mischplatz für die Band und die Talents saßen wir im Lichtlager, also in so einem dunklen, siffigen Raum, könnte man sagen. Der Lichtlager, dunkler, Lichtlager siffiger halt. Raum. Ja. Ja, das Licht war ja alles raus. Ja, ja. Da gab es halt so eine knarzende Treppe, also immer wenn da irgendwie einer von den Lichtjungs irgendwie einen Kaffee machen wollte und die Treppe hoch ist, dann konntest du wieder die Kopfhörer aufsetzen und musstest dann mit Kopfhörer hören, weil du von den Monitoren nichts mehr gehört hast. Und du hast die Saalbeschallung ständig da hinten gehört und der liebe Kollege Holger, der den Saal gemacht hat, super Mann, aber halt auch laut, ne?
Und direkt nebenan von unserem Lichtlager-Mischstudio war der Stressroom, wo also die Talents sich abreagieren konnten mit irgendwelchen Bongos und Kongas und Gitarren und was weiß ich was. Und da war nur so eine Stahltür dazwischen und ich habe irgendwann einen Kopfhörer auf und höre so und ich denke, was ist denn das für eine Scheiße? Was spielen die denn da für einen Müll? Und dann tippt mich der Kollege und sagt, hör mal, kannst du mal Bescheid sagen? Ich verstehe mein eigenes Wort nicht mehr. Habe ich Kopfhörer abgenommen. Ja, da war draußen einer am Trommeln wie ein Bekloppter. Ne? Das heißt also, die Leute, die da aufgetreten sind, haben sich dann währenddessen die Pause hatten mit Instrumenten oder mit Krachmachen abgeregt. Genau. Wäre nichts für uns gewesen. Wenn da kein Alkohol, und sowas ist, dann ist das doch scheiße. Was nee, aber es gab hervorragenden Käsekuchen. Also da großes Lob an Martin, die Versorgung hat unter anderem dazu geführt, dass meine Kleidergröße größer geworden ist, weil ich hatte wirklich jeden Morgen, wenn ich ins Studio gekommen bin, hatte ich da einen Käsekuchen oder Teilchen oder was vom Bäcker stehen und die wollten immer nur gucken, dass deine Nerven waren. Gib mir Zucker und niemand wird verletzt, ja. Sehr schön. Interessant. Schön, so ein Freundebuch, was man alles erfährt. Tja. Aber du sagtest eben, du, euer anderer Bandkollege, du bist ja auch tatsächlich als Musiker noch immer mal ab und zu live unterwegs. Ja, mit wem? Mit Craggie Island. Craggie Island. Hm. Die spielen wo zum Beispiel? Wo kann man die hören? Also am 17.03. zum Beispiel im Pokes Irish Pub. Ich glaube, der Ludi war auch schon hier. Ne? Ich glaube, das ist eine Woche, nachdem wir das Benefits-Konzert Schließt sich der Kreis. Ja, und da schließt sich der Kreis ja wirklich, aber da kommen wir wahrscheinlich später zu. Gibt es noch Karten? Ja, definitiv. Also liebe Zuhörer, für den 17. März Craggie Island live im Irish Pub. Es gibt noch Karten im Irish Pub zu kaufen. Ihr so macht Irish Folk? Ja, im weitesten Sinne. Also man muss ja dazu sagen, die Band ist ja nicht so klassisch Irish Folk, wie man sich das jetzt vielleicht vorstellt, wenn man so Dubliners oder sowas im Kopf hat oder viele, viele andere oder Wolfie Tones oder wer auch immer. Das ist ja daraus entstanden, dass es mal eine Coverband gab, die nannte sich Stimmt so. Furchtbar kreativer Name. ich habe halt im Solo-Programm immer so ein paar irische Sachen gemacht. Und ich kriegte irgendwann einen Anruf, das war 2007. Da hat mich irgendjemand mal diese irischen Sachen machen gehört. Und rief dann an und sagte, ja, wir haben da irgendwie so einen doppelten Geburtstag. Und die sind große Irland-Fans. Und kannst du das auch mit einer Band? Und dann habe ich dann die Jungs von der Coverband angerufen. Ich sage, hier, wir haben da eine Anfrage. Ja, spielen wir, klar. Ja, ich sage, das wird aber ein irisches Programm. Oh, ja, schick mal ein paar Songs rüber. Dann habe ich denen die Songs rübergeschickt. Also damals noch so richtige MP3s per E-Mail. Da gab es ja noch keine Cloud und so. So drei Stunden, drei genau. Songs. Und cool. Dann haben die sich das angehört und haben gesagt, ja, wenn du Sheets schreibst, können wir das machen. Und dann haben wir das Ganze zweimal geprobt. Also wirklich einfach nur zweimal durchgeprobt und haben diesen Gig gespielt. Das war in irgendeinem, in so einem zeltartigen Gebäude irgendwie am Tagebau Hambach. So eine Event-Hütte, könnte man sagen. Es war tierisch kalt, es war irgendwie im September oder Oktober. Der David, der Schlagzeuger und ich hatten eine tierische Erkältung und es gab Gott sei Dank eine schöne, heiße, scharfe Gulaschsuppe. Die haben wir uns da vorher reingedreht. Und aus den 2 Stunden, die das eigentlich werden sollten, wurden dann 5. Und ein paar Wochen später rief dann wieder jemand an und sagt, ja, ich war bei dieser Geburtstagsparty, das war super. Ja, ich sag, das war eine einmalige Gelegenheit, die Band gibt's ja gar nicht. Ja, wir haben aber noch jemanden, der Geburtstag hat. Wir würden das gerne dann auch nochmal buchen. Wir würden also auch Geld dafür bezahlen. Dann habe ich die Jungs wieder angerufen. Ich sage, ja, ihr könnt das doch. Können wir das nochmal machen? Ja, klar. Wann denn? Wo denn? Ja, die Coverband gibt's nicht mehr. Also Stimmt so, gibt's nicht mehr. Craggie Island gibt es seit 2007 in wechselnder Besetzung, aber immer noch aktiv. Genau, wie Wunder, oder? Dann habt ihr ja auch 15-Jähriges dieses Jahr. Herzlichen Glückwunsch. Deshalb haben wir auch Anfang letzten Jahres tatsächlich unsere erste Single veröffentlicht. Also man kann die bei Amazon kaufen. Das haben auch schon 2 Leute getan. Also einer davon war ich und einer der ehemalige Gitarrist. Du musstest deine eigene CD kaufen. Ich wollte wissen, wie viel wir ausgeschüttet kriegen von unserem MP3-Platten. Torben ist gerade der Dritte, der sie also kauft. Ist es Fields of Athenry, genau. Athenry. Ja. Mhm. Und es kostet, glaube ich, bei Amazon 1,29. Und wir kriegen tatsächlich 69 US-Cent pro Amazon-Verkauf ausgeschüttet. Das ist nicht wenig. Das ist okay.
Das ist völlig okay. Aber das hat bis jetzt noch nicht viel. Wir können hier mal eben. Also, liebes Publikum, gönnt dem Zündi ein paar neue Hosen. Bitte alle 800 Abonnenten einmal ganz kurz hier den Song hören. Kaufen. Diesen Titel Probe hören kann man nämlich. Wir machen Schluss. Das klingt nämlich sehr geil und wir wollen aber nicht zu viel davon hier spielen. Nachher gibt das Raubkopien davon. Ihr sollt das nämlich lieber kaufen. Ja, also ich kann mit diesem Gerät leider keine Musik-Downloads kaufen. Okay. Ja, scheiß Handy. Ja, mit dem iPhone geht das also. Nee, das ist ja die scheiß App hier, ne? Ja. Klingt auf jeden Fall, also klingt irisch, klingt gut. Ja, so. Und aber, du singst das, ja? Genau, ja. Also, wie gesagt, das ist halt kein klassischer Folk. Wir verzichten also ungern auf Schlagzeug und E-Bass und E-Gitarren. Es ist auch nicht alles klassischer Folk, was wir machen. Da sind auch durchaus mal so Sachen wie The Way It Is hier von Bruce Hornsby oder sowas dabei. Es sind auch Country-Nummern dabei. Das hat sich einfach so entwickelt, weil der Stefan mit dabei gekommen ist, der mittlerweile Bass spielt. Und da kam immer wieder, hey, kannst du die? Und ja, klar, können wir. Wir machen auch einen deutschen Song. Aloha. Hey. Von Achim, ja, ich dachte, genau. Ich möchte so gern Dave da. Ja, aber jetzt kommt. Das wäre von Truckstop. Die habe ich übrigens, für die habe ich mal Monitor gemacht. Ach, guck an. Ja, so schließt sich der Kreis. Ja, in einem riesigen Kühlhaus in irgendwo bei Goch da oben in der Ecke für die Eröffnung. Ja, aber bei Aloha, hey, da steht seit 30 Jahren alles Kopf. Ja, und es wird gerudert. Nee, man sitzt also auf dem Boden und rudert. Man steht nicht Kopf dabei. Unsere jungen Zuhörer, die das vielleicht nicht kennen, weil sie seit 18 Jahren vor der PlayStation sitzen. In den 90ern hat man das gemacht. Nein, die kennen das alle, weil das machen die selber heute noch. Ja, ja, das funktioniert auch immer wieder. Jedes Schützenfestzelt wird noch geputzt, während der Aloha gerudert. Ich kann das beweisen. Also Mob in der Hand. Es gibt ein Video davon, wie das Publikum bei Craggy Island rudert. Im Irish Pub. Sehr schön. Ja. Also das solltet ihr euch am 17. März live selber anschauen. Könnt ihr mitrudern. Wo war ich weiter? Ja. Deine Lieblingsmusik. Ja, schwierig. Man sagt immer zu mir, ich wäre der B-Seitenkönig. Also ja, liegt einfach daran, dass irgendjemand spielt mir einen Song vor und sagt, ja, hier, das war der Riesenhit von dem und dem. Ich sage, von wem? Und dann spielt man mir irgendwas vor, was keiner kennt. Und dann sage ich, ach, der ist das, ja. Also ich bin halt, sagen wir mal, in einem zwiegespaltenen Haushalt oder Elternhaus aufgewachsen. Also die typische Trennung Ende der 70er Jahre zwischen Beatles und Stones. Aha. Schwierige Situation. Da sind viele Familien auseinandergebrochen. Ja, ja, also viele Schicksale sind dadurch besiegelt worden, dass die Leute nur Stones oder nur Beatles hatten. Ich hatte beides. Und gut, ich mochte beides nicht. Ja, ich bin aber meinen Eltern. Eine gespaltene Persönlichkeit. Quasi. Nee, ich bin meinen Eltern da sehr dankbar für, weil die haben mich mit sehr, sehr vielen Dingen, also musikalisch in Berührung gebracht, die mir heute sehr, sehr viel bedeuten und die mir sehr, sagen wir mal, bei meinem musikalischen Werdegang geholfen haben. Das sind jetzt nicht nur Beatles oder Stones, wobei ich da jetzt die Beatles favorisieren würde, aber das heißt nichts. Aber ich bin halt so groß geworden mit ABBA und ja, mit allen möglichen Sachen hier, Buddy Holly und Ventures und so Klamotten. Und wenn ich heute einen Ventures-Song höre, dann will ich eine Gitarre nehmen und ich will das spielen, weil das geil ist. Shadows, solche Klamotten, Hannes Wader, Degenhardt, also wirklich quer durch. Und ich habe dadurch unheimlich viel gelernt. Die ersten Klamotten, die ich gemacht habe, waren halt eher so, naja, so folkiger Liedermacher-Natur und der Pop-Rock-Bereich und der Blues-Bereich ist viel später dazu gekommen. Aber ich habe halt für mich ein sehr, sehr breites musikalisches Spektrum erleben und auch lernen dürfen. Insofern fällt mir das relativ leicht, wenn heute jemand anruft und sagt immer, hast du Bock auf einen Karnevals-Gig? Ja, kann ich, mache ich, habe ich Bock drauf. Aber genauso kann ich halt hingehen und sagen, hey, wir spielen mal irgendwie einen erdigen Blues. Was ist denn, wenn einer anruft und sagt, hör mal, kannst du nicht mal einen Gig von Böse Onkels Coverband mischen? ja, also, wie endet das wohl? Das ist ein interessantes Thema. Da sind wir wieder in dem Philosophiekurs, den wir noch anbieten wollten. Onkels ist keine Musik oder was? Nee, gar nicht. Ich hab da ein leicht gespaltenes Verhältnis zu, sagen wir mal. Also ich finde viele Sachen von den Onkels, finde ich, musikalisch gar nicht schlecht. Also es ist einfach, das ist grundsolider Rock.
Ja, ich habe aber mit dem Image, was so in den, ja, in den 90ern so angesagt war, habe ich ein Problem. Okay. Ja, also jetzt muss ich sagen, ich bin an vielen Stellen sehr, sehr konservativ, was meine politische Meinung angeht oder meine politische Einstellung. Ich bin aber auf der anderen Seite an vielen Stellen auch sehr, sehr links. Und ich habe eine Zeit lang in einer Stadt in Ostdeutschland gewohnt, wo es wirklich ein Nazi-Problem gab. Mhm. Und das ist meine Prägung auf Onkelz ist rechts gewesen. Ob das jetzt alles so ist oder war, sei völlig dahingestellt. Aber das will ich gar nicht wissen. Nee, das will ich aus heutiger Sicht gar nicht bewerten. Aber ich habe halt aufgrund dieser Erfahrung mit diesen Leuten, die in dieser Szene unterwegs waren, mal ein Problem mit den Onkelz gehabt. Aber als heute diese ist das ominöse Coverband angegeben hat, ja, so, da gefragt, kommen wir ja jetzt zu. Wie sieht das aus? Wir brauchen Hilfe. Ja, da habe ich selbstverständlich nicht drüber nachgedacht, sondern sofort ja gesagt, weil das sind A, nicht die Onkelz persönlich, ja, und es macht einfach unglaublichen Spaß, mit La Ultima unterwegs zu sein. Muss man einfach mal so sehen. Wo sind da die Spaßfaktoren? Jetzt ja. Hör doch mal auf. Nein, alles. Das ist ganz wichtig zu wissen. Auch das ist ja für unsere Zuhörer ganz wichtig und entscheidend. Nee, es ist also wenn wirklich so. Wenn du ein Granschelbart so, bist. Das ihr habt das unheimlich drauf, eine geile Show abzuliefern. Muss man einfach mal sagen. Das ist auch grundsolides Handwerk an vielen Stellen. Gut, man könnte die Toms mal stimmen, aber schöne Grüße an unseren Schlagzeuger. Das ist ein tontechnisches Thema, das nichts mit dem musikalischen Auszug. Gut, dass wir das mal angesprochen haben jetzt hier. Nein, es macht einfach unglaublich Spaß, mit euch unterwegs zu sein. Das ist eine coole Crew und es ist auch, ihr bietet einem Signale an, wo man einfach sagt, ey, das machst du an und das klingt geil. Also wenn der Raum halbwegs stimmt und die PA halbwegs stimmt. Und, jetzt stehst du ja mit dem Mischpult mitten im Saal zwischen diesen ganzen Onkelz-Fans. Ja. Wie ist denn so die Atmosphäre dazwischen? Bei diesem Klavitter, bei diesem Krach, bei dem Geschrei? Weil das ist ja vielleicht laut. Anders, als wenn das jetzt eine Country-Folk-Band oder ABBA wäre, ABBA-Coverband. Ja gut, aber ich habe halt auch schon viele Metal- und Punk-Konzerte gemacht, also insofern Also bist du daran gewöhnt? Das ist vom Publikum her, ist das, es gibt so eine schöne Anekdote dazu. Es gab ja mal so ein Gig im Fasskeller, also gegenüber vom Pogues, gibt's ja nicht mehr, ist ja, ja jetzt nicht mehr da. Und da hatte der Manni mich angerufen und sagte mal, La Ultima spielt, kannst du das machen. Das ist aber schon lange her. Das ist lange her, ja. Und dann haben wir das gemacht. Und ich erinnere mich wie heute daran, dass also an der von mir aus gesehen rechten Bühnenseite ein Lautsprecher stand auf einem Stativ. Und irgendein Idiot hat immer wieder diese Box weggedreht. Und dann geht natürlich bei mir das Panorama flöten, weil die rechte Box ja weg ist. Ich erinnere mich. Und ich habe mir dann irgendwann den größten Typen gegriffen, der da stand. Und habe gesagt, hör mal, kannst du dich mal da hinstellen und einfach dafür sorgen, dass die Box so stehen bleibt, wie ich die jetzt da hinstelle? Ja, klar, kein Problem. Und dann hat er sich da vorgestellt mit verschränkten Armen und immer wenn da einer dran wollte, sagte er, dann bleib so stehen. Ja, das funktioniert gut. Ja, das ja. ist super. Wir haben teilweise auch Auftritte, wo wir halt eine sehr niedrige Bühne haben, nichts davor. Und dann kriegt man halt mal so Mikroständer vor die Fresse. Ja, aber wir haben ja mittlerweile stellen die sich davor, Security vor der Bühne, auch im Irish Pub, das ist schon toll. Also finde ich gut, dass wie gesagt, das Gesamtpaket passt einfach und ich finde auch, wie gesagt, ich mag das ehrliche Handwerk und das macht einfach Spaß. Ich erinnere mich bei dem letzten Auftritt, wo du dabei warst, bei einer Tankstelle. Dormagen, ja. Ja, das war ja, wie lange ist das? Das war dunkel. Dunkel war es. Also in den Pausen und vorher, wir hätten ja stundenlang quatschen, Spaß und lachen können und hätten das Konzert gar nicht machen müssen eigentlich. Wir hatten so viel Spaß. Das ist das Gesamtpaket. Das ist auch der Grund, warum ich diesen Beruf, den ich ja mal hauptberuflich ausgeübt habe, so liebe, weil du einfach dieses ganze Drumherum ganz anders mitkriegst. Also da kriegt das Publikum ja relativ wenig von mit, was passiert da vorher und nachher und was passiert in den Pausen im Backstage. Das ist nicht alles Gold und das ist auch nicht alles Sex and Drugs and Rock'n'Roll. Ja, das gibt es nach wie vor. Ja, aber ja, ohne Quatsch. Ausruhen. Es ist in den 15 Jahren, die ich Tourbetreuung gemacht habe mit verschiedensten Bands, tatsächlich viel wichtiger mittlerweile, irgendwie ein Erste-Hilfe-Kasten und eine Aspirin und eine, hier, wie heißt das? Ach, das hast du auch alles dabei? Ja. Gut zu wissen.
Das ist wirklich. Kannst du da immer in Set noch, wenn du mit uns fährst, noch 2-3 Red Bull rein? Das geht als Medizin, glaube ich. Durch. Defi, ein Defi, würde ich eher sagen. Also, ich habe eine Erste-Hilfe-Ausbildung. Mhm. Ja, die ist auch aktuell. Die habe ich an meinem Geburtstag letztes Jahr auch wieder aufgefrischt. Das ist also amtlich. Toll. Ich bin ausgebildeter Ersthelfer, also falls da was passieren sollte. Oh, ich muss auffrischen. Bin ich auch damit, weil es ist ja auch schon zweimal vorgekommen, das sind so nicht schöne Momente, wenn einer unten vor der Bühne umkippt. Ne? Da springst du halt auch mal von der Bühne und guckst mal, was da los ist. Natürlich, ja, musst du gucken auch, genau. Musst du gucken. Übrigens auch, wo waren wir bei Lieblingsmusik? Helge Schneider, großartig. Ganz großartig. Vizefatze. Was sagt er denn jetzt? Nein, habe ich auf den Teppich gekotzt. Das hat bitter geschmeckt. Ja. So, aber wir machen mal weiter kurz. Ja. Oh, ne? Mal kurz. Wir überziehen heute. Wenn wir überziehen sollten, müssen Scheiß wir halt nächste Wichtigste. Woche mit dem jungen Mann weitermachen. Ich arbeite hier um die Ecke, also von daher, das kriegen wir hin. Wir machen einfach mal hier deinen Lieblingsfilm. Das Boot. Die Langversion? Ja. Also so richtig nicht, lang? Nicht der Director's Cut. Nicht der Director's Cut. Am besten... Diese Filmserienversion. Der Dreiteiler. Ja, ja, oder Dreiteiler, ja, okay. Ah. Was sagst du zu der Serie? Die neue Serie. Mhm. Die ist ja schon in Staffel 3 und ist immer noch nicht untergegangen. Ja, ich habe sie gesehen, als das rauskam. Aber das Ende ist klar, oder? Ja, das ist klar, es ist ja alles bekannt. Aber also ich fand es von der Bildsprache her, ich meine, jetzt muss man sagen, ich schweife kurz aus, ich habe ja angefangen mit Ton im TV-Bereich. Das heißt, also ich habe sehr, sehr viel mit Bild auch zu tun gehabt. Und ich fotografiere halt auch und Bildsprache grandios in dem Neuen. Aber ich fand es... Es kommt nicht ans Original ran. Wer war denn der Beste? Prochnow oder Grönemeyer? Oder Ralf Richter? Alle sehr, sehr gut. Semmelrogge, grandios. Ja, nee, Semmelrogge war das. Ich sinke gerade vor Scham in meinem Sessel. Ich habe den noch nie gesehen. Ja, dann wird es aber Zeit. Ja, den gucken wir zusammen. Guck dir nicht den Director's Cut an. Der ist nicht so gut. Ich habe Jürgen Prochnow auf Gran Canaria an der Käsetheke getroffen. Ja. So. Da siehst du, der ist gar nicht untergegangen, der lebt noch. Ich dachte, Ralf Richter wäre erst mit Ralf Richter Gladiator. War das auch nicht. Nee, Martin Semmelrogge war das. Ah nee, stimmt, Ralf Richter. Wie heißt der Gladiator-Typ? Ist ja auch egal. Der heißt anders. Ralf Möller, scheiße. Nein, aber ich meine, man muss einfach sagen, das ist was von den deutschen Filmen im Prinzip... Prochnow und ein paar andere nach Hollywood gebracht hat. Also vorher haben die Amis ja immer gesagt, ach ja, lass die Deutschen mal machen. Ja, Wolfgang Petersen, der Regisseur ja auch. Ja, ne? Und das war so das erste Ding, wo Hollywood auch wirklich anerkennend genickt hat, zumindest so nach dem Motto, nicht gebrüllt ist des Lobes genug. Und anerkennen musste, dass also auch nicht nur US-Produktionen großartig sein können. Und ich finde es bis heute... neben Full Metal Jacket eigentlich einen der bestgemachtesten Antikriegsfilme überhaupt. Ja, der ist schon gut. So, und wenn man sich jetzt überlegt, das Ding ist in den 70ern, also Ende der 70er entstanden, sprich alles auf Film und Special Effects im Computer gab es nicht. Das musste man alles bauen. Und insofern ist also die Leistung, die dahinter steckt für das, was dabei rausgekommen ist, einfach absolut großartig. Mal abgesehen davon, dass das Buch auch ganz ziemlich gut ist. Ne? Was habe ich? Deine Lieblingsserie? Ja, schwierig. Also eigentlich zwei. Star Trek Originals, also so richtig mit Captain Kirk und so. Das ist einfach auch aus heutiger Sicht betrachtet ganz, ganz großes Damentennis, was die damals schon aufgefahren haben. Die Pappbühnen waren geil. Immer. Ja, ja. Und so das zweite ist tatsächlich MASH. Eine Riesenserie. Ja. Die gibt es jetzt, glaube ich, wieder irgendwo. Auf einem Streaming-Kanal. Ich glaube, bei Netflix. Die läuft doch im Moment immer auf, weiß ich, auf irgendeinem Seitensender, D-Max, Tele5 oder so. Ja, aber so, ich meine, die kann man jetzt wieder streamen, kann man alle Folgen kann man gucken. Kannst du alles gucken, ja. Ja. Hm. Mesh ist ganz witzig. Ja. Ja. Ja, ja. Das ist also auch, ich habe das als Kind zum ersten Mal gesehen, da war ich so, keine Ahnung, 7 oder 8. Waren die ersten Comedy-Sendungen. Ja, und da verstehst du das nicht. Also den kurz am Krieg quasi. Ja, ne? Sozusagen. Ne? Ja. Aber du verstehst halt den tieferen Sinn hinter der ganzen Geschichte nicht. Also ja, das ist Comedy, aber es ist auf der anderen Seite halt auch sehr viel Sozialkritik drin. Und es sind unheimlich viele Facetten, wo man einfach sagt, ja, okay, das ist witzig, aber trotzdem hat das irgendwie einen ernsten Hintergrund. Spielen Vietnamkrieg, ne? Ja. Ja. In Saigon? Nee.
Ja, irgendwo auf jeden Fall im Vietnamkrieg. Weil der Film, es gibt ja noch den Film, der spielt nämlich nicht im Vietnamkrieg, sondern einen Krieg davor. Ich weiß nicht, wo war der? Ein Krieg davor. Ist auch egal. Im Davorkrieg, keine Ahnung. Der Davorkrieg. Der Davorkrieg. Kurz nach den Kartoffelkriegen. Potato, Fritz. Potato Wars, wer kennt's nicht? Ja. Das war das erste Projekt von George Lucas, glaube ich. Wenn ihr so anfangt, möchte ich mich gerne mit dir über dein Lieblingsgetränk unterhalten, weil da kann ich mitsprechen. Ja, da gibt es auch zwei. Guinness, ist klar. Und Whisky. Nee, kann ich doch nicht mitsprechen. Hast du dann einen besonderen... Okay, es gäbe noch ein Heißgetränk, Kaffee. Ja, okay, da kann ich mitsprechen. Ja, Whisky, damit sehe ich dich am meisten. Aber hast du da so einen besonderen Favoriten bei Whisky? Ja, Glenfarclas 21. Okay. Gibt es übrigens auch im Pokes. Ist ein probieren. Scotch, oder? Ja, ja, ist ein Scotch Single Malt. Das ist einfach... lecker. Also, wenn er den trinkt, sagt er, beam me up, Scotty. Sowas, ja. Aber nicht mit Jim Beam, sonst das kann man nur mit Cola ertragen. In der Tat. Der ist auch, glaube ich, nur für Cola gemacht, eigentlich. Jim Beam ist nur für Cola gemacht. Ja, das heißt, glaube ich, so Coca-Cola Company hat das extra dafür erfinden lassen. Die Plörre kannst du da rein. Hast du einen Lieblingsspruch? Habe ich eben schon gesagt, nicht gebrüllt ist des Lobes genug. Ja. Meine Güte. Ja, das ist ja philosophisch. Dran. Das wende ich ab morgen mal bei meinen Kindern an. Oft ist es ja bei Arbeitgebern zum Beispiel kein Tadel ist Lob genug. Ja, genau, so in der Hinsicht, genau. In diese Richtung, ne? Also ich habe, ich glaube, der Boche war auch schon hier, ne? Ja. Also ich habe selten einen so grundentspannten und geerdeten Typen erlebt wie Christian. Das ist also, als ich angefangen habe, Ton zu machen, war das so mein großes Vorbild, wo ich mal hinkommen wollte. Und der hat immer so auf seine Art immer so dieses Ding gehabt, wenn man ihn gefragt hat, wie findest du? Ja, ist okay. Ja, stimmt. So. Overgrade kam ja genau. Dazu. So, und ich habe das, ich war früher ein tierischer Choleriker. Also nicht so schlimm wie der dicke Kai, aber wer den dicken Kai kennt, ja, weiß sofort, was ich meine. Von früher. Ja, der mit den Lombardeboots, ne? Der hat bei Buff, glaube ich, mal ausgeholt. Da war mal so ein Auftritt in 2005 in einem Festzelt. So, ne? Und Du warst auch dabei. Das war rein chaotisch. Hast du da gemischt? Nein, Gott sei Dank. Nein. Ich habe aber Fotos davon gesehen. Ich glaube, ich bin froh, dass ich nicht live dabei war. Noch. Ich habe sogar eine komplette Aufnahme. Du meinst, weil ich schockt war. Ja, ich kann mir das vorstellen. Jump! Ja, aber ich war, wie gesagt, früher war ich ein sehr cholerischer Mensch, der sich sehr schnell über irgendwelche Dinge aufgeregt hat. Und zwar meistens über die eigenen Fehler. Und dann aber natürlich auch über die der anderen Leute. Und mittlerweile hat sich das, Gott sei Dank, massiv geändert. Also ich kann heute da sitzen und mir angucken, wie jemand einen Fehler macht und sagen, ja, war jetzt nicht so eine super Idee, aber ohne auszurasten. Wie sieht das denn dann aus? Ich meine, du bist ja auf der einen Seite der Techniker und auf der anderen Seite der Musiker. Mhm. Wenn du jetzt beides gleichzeitig machen musst, regst du dich dann über deine eigenen Fehler auf? Ja. Du wirst ja gar nicht innerlich fertig. Dann nur aus Perfektionismus, du wirst ja gar nicht fertig, bevor der Soundcheck, der endet ja nie, oder? Robby war noch nicht hier, ne? Nee. Aber wir haben ihn Samstag live gesehen. Ja. So, wieder. Und, ich finde das, was der auf der Bühne macht, absolut grandios. Also das ist wirklich richtig, richtig gut, was der als One-Man-Show macht. Und nicht erst seit gestern, auch was der früher mit... wie hieß denn die Band noch? Ja, da habe ich mich ja auch gefragt. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ganz zu Anfang, wo der noch lange Haare hatte. Damals gestartet mit Summit. Nee, danach. Ja, damit hat er gestartet mit Summit. Ne? Ja. Summit, ja. Dann war ja 2Vivid XL, dann hieß es Vivid. Nee, das muss früher gewesen sein. Nee, da war noch eine Band vorher, wo die ganzen Mädels immer da im Publikum waren. Mit Thomas am Bass und wie hießen die denn nochmal? Ist ja auch egal. Wenn ihr das wisst, schreibt eine E-Mail an podcast@rockhütte.com. Robby, wenn du das weißt, ruf mich an. aber das habe ich mal erlebt. Also ich gehöre ja quasi zum Pub-Inventar seit 98, könnte man sagen. Und du sitzt so an der Theke und Robby macht Soundcheck und der hört und hört nicht auf. Wir haben ja gedacht, der spielt von 8 Uhr bis 2 Uhr durch. Ja, genau. Aber das ist der Soundcheck. Ist quasi von Soundcheck
ins Konzert übergegangen, richtig, ohne dass man da gemerkt hat, da ist jetzt irgendwie ein Cut oder man geht mal was trinken oder man muss mal was essen oder man muss mal pinkeln oder so. 18 Uhr angefangen aufzubauen, ja. 18.30 Uhr alles fertig und dann wird Soundcheck gemacht und um 21 Uhr spielt er immer noch. Muss man auch können, also ich könnte das nicht. Aber die Fehlertoleranz. Ich krieg den Loop nicht aus. Nee, genau. Scheiße, welcher Knopf. Ja, der weiß, wie es angeht, aber so, nicht, wie es ausgeht. Der Looper läuft jetzt. Ja, soll man machen. Ja, zieh mal durch. Da machst du nichts. Nein, aber ich habe ein unheimliches Problem damit. Ich glaube, ich bin als Musiker auf der Bühne für Tonleute sehr anstrengend, weil ich. Ja, wobei andererseits sagt der Alex, der Craggy Island jahrelang gemacht hat und auch noch macht, wenn er Zeit hat am Pult, der sagt immer, ey, das ist total geil. Ich mache deine Gitarre an, da muss ich nichts dran machen. Du spielst und das passt. Wenn du laut sein sollst, bist du laut. Wenn du leise sein sollst, bist du leise. Und so, das gleiche mit dem Gesang. Da habe ich keinen Kompressor drauf, da ist kein EQ drauf. Das ist einfach angemacht und das klingt gut. Insofern ist das, glaube ich, eigentlich relativ easy going. Aber wenn du dann mitkriegst, dass irgendwas nicht so klingt, wie du das gerne hättest und du weißt ja, weil du ja beides kannst oder machst, wie es eigentlich sein sollte, dann kann das, glaube ich, für die Kollegen, die am Pult sitzen, schon ganz schön nervig und anstrengend sein. Hat Jochen euch auch schon mal gemischt? Ja. Dann sind dem aber bestimmt einige Nerven durchgegangen, oder? Nee, gar nicht. Also völlig entspannt, weil ich habe, also wie das gesagt, lässt er bei uns aus. Übrigens, grandioser Kerl, muss man einfach mal sagen. Definitiv. Ja, wir haben ohne ihn ja Jochen auch schon lange in der nichts. Familie. Der hat aber noch kein Leatherman. Hier, kein Victorinox. Ja, beides nicht. Ja, da müssen wir mal gucken. Dass ja, der hat ja, der hat ja meint. Ja, leihweise. Nein, aber das war sehr entspannt. Ich habe aber seine Kurbeltaschenlampe. weil ich weiß natürlich, wie das klingen soll. Und ich bin natürlich beim Band-Soundcheck auch erstmal vorne und höre mir das an. Ich bin jetzt nicht so, sag mal, es gab ja mal einen Kollegen in Gladbach, der leider viel zu früh gestorben ist, der so, sag mal, so der dienstälteste Tonmann in Gladbach war. Der Wilfried. Der Wilfried, ja. Nein! Das ist scheiße! da hat der Jochen das her. Ja, genau, da hat er ja gelernt. War schon fast wieder vergessen. Da hat er gelernt, genau. Ja, und der hat auch die Form von ihm angenommen. Ja, und auch die Attitüde an vielen Stellen auch, ja. Ja. Ihr seid scheiße. Mach doch mal eine Bassdrum! Nein, also so möchte ich nicht sein. Das ist irgendwie, der Wilfried hat genial, der hat wirklich geniale Mixes abgeliefert. Die waren halt leider dummerweise immer 10, 15 dB zu laut in der, also in den letzten Jahren, sagen wir mal. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn man das in einer erträglichen Lautstärke dargeboten hätte, dann waren das mit die besten Mixes, die man hier in der Stadt hören konnte. Das ist einfach so. Mhm. Und auch da muss ich sagen, Hut ab, der hat also wirklich, ja, der ist cholerisch gewesen und hat die Leute angebrüllt und hat nichts an sich rangelassen, wenn man gesagt hat, mal Wilfried, meinst du nicht, nein, halt die Fresse! der war einfach so, aber der kam irgendwann bei der Gladbacher Weihnacht, die habe ich auch, boah, ich glaube 10, 12 Jahre gemacht, habe ich nach vorne geguckt und ich sage mal, ist das der Donk, der da vorne mit den grauen Haaren? Ja, den habe ich eingeladen. Ich sage, bist du bescheuert? Wieso sitzt denn der direkt vor dem Mischpult? Ich sage, der dreht sich gleich um, der tritt mir in die Schnauze, der haut mich um. So, und das Ding ist vorbei. Das war irgendwie 3,5 Stunden Programm, also Gladbacher Weihnacht, so wie Kölsche Weihnacht halt, so mit Mundartprogramm und ein bisschen Karneval dabei. Und er steht auf, dreht sich um. Ach ja, Sebastian, nee, war super. Nee, auch nicht zu laut, ne? Konntest du alles gut verstehen? Super. Schön. So. Und das war so der Punkt, also das ist ja nun auch schon zig Jahre her, das war so der Punkt, wo ich mir gesagt habe, Moment mal, der Donk hat dir gerade ein Lob verteilt. Ich kenne keinen. Wirklich keinen. Der noch lebt. Zu dem, der mal gesagt hat, nee, das war prima. So. Und wie gesagt, ich möchte so nicht sein. Also ich habe immer den Zielkonflikt, dass du auf der einen Seite natürlich ja, Probleme oder Unzulänglichkeiten an allen möglichen Dingen eigentlich ändern möchtest. Aber du willst ja auch keinem auf die Füße treten. Und also mit uns hast du noch nie gemeckert. Nein, aber keinen Sinn. Man könnte die Toms zum Beispiel stimmen. Ja. So. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe. Nein, nein, ist neu. Ja, völlig neue Erkenntnis. Nein, oh. Aber es ist halt wirklich so,
ich versuche das Problem immer irgendwie an der Quelle anzugehen. Also wenn du ein Auto hast, was nur auf zwei Zylindern läuft, dann kannst du da so viele Turbolader dran bauen, wie du willst. Das Ding wird niemals ein Rennwagen sein. Und das ist das Gleiche, ja, das ist das Gleiche wie mit einer Band. Wenn du. Mischpult auch, geht scheiße rein, kann scheiße rauskommen. Ja, wenn du einen Gitarristen hast, der einfach nicht spielen kann, dann kann der sich die teuerste und beste Gitarre der Welt kaufen, den besten und den geilsten Amp der Welt, aber es wird niemals geil klingen. Ja? Und das ist halt so der Punkt, wo ich sage, man kann da vielleicht mal vorsichtig auf den Fuß treten und sagen: Hey, wenn du das so und so machst, könnte es besser werden. So, das ist ja kein böser Wille, sondern man möchte ja schon gucken, dass das Gesamtbild für die Leute, für die wir den ganzen Kram ja machen, auf beiden Seiten, sowohl auf der Bühne wie vor der Bühne, wir haben da ein Publikum stehen, was irgendwie Geld bezahlt, ob die jetzt 5 Euro zahlen oder 500 Euro zahlen, ist egal, aber die bezahlen dafür, anständig unterhalten zu werden und haben aus meiner Sicht das Recht darauf, die Leistung, die auf der Bühne erbracht wird, bestmöglich erleben zu dürfen. Wow. So. Geil. Das hast du schön gesagt. Nee, das ist Hammer. Super Statement. So, und das ist der Grund, warum ich Tonmensch geworden bin. Weil ich früher, also mein Vater war Geschäftsführer im Schützenverein im örtlichen Dorf halt und der hat halt auch die Bands dann gebucht und dann kommst du da in das Zelt rein und denkst so, boah, das klingt aber scheiße. Wieso zahlen wir denen eigentlich 5000 Mark am Abend? So, und egal, wer da Ton gemacht hat, sorry, 80% der Tonleute sind schlecht. Es ist einfach so, 80% meiner jetzt ehemaligen Kollegen sind nicht gut. Und die merken es nicht. Und viele das Kunden. Meistens ist das Problem. Viele Kunden merken es auch nicht. Die dann sagen: Wieso? Der Jupp hätte halt immer gemerkt, ne? Aber ach super, ne? Ja, pünktlich, schnitte Kerl. Das Zelt ab 10.30 Uhr abends, 22.30 Uhr, dann ja, ist der Pegel so hoch, ja noch mal, Vögelchen. Ne? Da hat immer alles mit, hier, die zwei Kabel und das eine Mikrofon. Ja. Da ja. Klang doch. Ja. Ja. Und das brauchst du gerade so bei so einer Karnevals- oder bei so einer Kirmeskapelle. Das ist halt Unterhaltung, da hört keiner drauf, da gebe ich dir auch vollkommen recht. Meistens ist doch eh nur der Keyboarder an. Hauptsache, das ist laut, genau. Ne? Und irgendwie, da wird das gespielt, was gerade in ist und da gibt es ein bisschen Party und ja. Genau so ist das. Ne? Also bei Celebrations früher, der Keyboarder spielt, alle anderen tun so. Ja. Ja. Alle anderen waren voll. Ich meine, ich habe auch schon in einer MIDI-Mucker-Tanzkapelle gespielt. Schlagzeug, obwohl ich ja gar kein Schlagzeuger bin, ne? SEO-Thematik. Ja, ob das so gut war. Ich glaube, wir kommen nämlich jetzt zu deinem Traumberuf. Ich glaube, den müssen wir nicht näher erörtern, oder? Jein. Also früher, es gibt eine lustige Anekdote dazu, wie üblich. Der Torben wird wieder nervös. Wir haben 70. Episode. Torben, wir überziehen haben, heute. Nee, wir müssen das für alles hören. Aber wo sind wir jetzt gerade in der Zeit? Horst, wo sind wir? Erstmal muss ich gerade feststellen, dass der Wilfried genauso gesprochen hat wie ich. Jetzt muss ich sagen, dass ihr schon bei 52 Minuten seid. Ich würde sagen, dass wir hier einen Break machen und eine zweite Sonderepisode aufnehmen sollten mit unserem Zündi, weil der noch so viel zu erzählen hat. Also es so interessant ist. Sind ja nur 25 Jahre. Also treffen wir uns nächste Woche wieder. So in etwa. Ja. Machen. Gut. Bei welchem Faden sind wir denn gerade? Dann gib mir nochmal, was wäre denn das nächste, was jetzt kommen würde? Ist ja egal. So weit sind wir ja noch gar nicht. Aber die Anekdote zum Traumjob würde ich trotzdem gerne noch. Ja, die kannst du uns dann im nächsten Podcast erzählen. Wir sind raus. Wir müssen uns beeilen. Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende gedönst. Ja. Ich bin total verwirrt. Was ist denn los heute? Also, wir freuen uns auf Episode 71 mit Cindy. Macht es gut. Ja, in diesem Sinne. Alles Gute. Das ist wir haben kein Mixtape, nix. Halt die Fresse, tschüss. Wir haben keine Zeit. Das war der Rockhütten-Podcast. Folgt uns auf allen gängigen Plattformen und bei Fragen und Anregungen erreicht ihr uns per E-Mail unter podcast@rockhütte.com. Danke und bis zum nächsten Mal. Game over.